super, es ist aufgegangen. Erster Struggle beim Einladen. Was für ein Vlogbeginn. Hallo! Na, servus! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja. Wie gebe ich hier diese blöde Schwächert-Adresse ein? Filmst du das? Ja. Das zieht die Leute tot. Ich weiß den Weg auswendig. Fahr einfach. Okay, passt. Los geht's! Und gute 3 Stunden später sind wir auch schon hier. Und das ist unser Mietwagen für die nächsten Tage. Wir haben extra Automatik genommen, denn hier fahren die Leute auf der für uns falschen Seite. Und wir dachten uns so, lieber mal nicht auch noch mit links schalten, weil man muss sich auf den Straßenverkehr, glaube ich, schon genug konzentrieren, wenn man das nicht gewöhnt ist. Nina macht gerade akribisch Fotos, damit uns hier nichts angehängt wird. Richtig, Alman. Nina, werden wir das überleben? Ja, natürlich. Und wir sind da, Leute. Guckt euch mal diese Aussicht an. Wir haben hier einfach Palmen, türkises Meer und Sandstrand. Ich sehe richtig fertig aus und kann nicht glauben, dass ich mich gerade wieder so im Internet zeige. Aber egal. Willkommen zum neuen Vlog. Moin aus Zypern. Ja, Leute, wir sind in den Flieger gestiegen und hergeflogen und genießen das Live, das Sommerlife. Jetzt geht's to the beach, each let's go get away. Und die Nina versucht da auszuparken. Schlag ein. Genau. Wie geht sich das hier links aus? Moment, ich muss ja kurz assistieren. Wir haben es aus der verparkten Parklücke geschafft. Es ist nämlich irgendein Idiot so gestanden in einem nicht vorgesehenen Parkplatz. Das heißt, wir sind kaum ums Eck gekommen. Egal. We are here and we are alive. Nina hat ihre erste Fahrt auf der falschen Straßenseite. Wie läuft's? Falsche Straßenseite ist gut. Willst du mich umbringen? Spaß. Es ist echt eigentlich ganz easy. Man gewöhnt sich innerhalb von 2 Minuten irgendwie dran, dass man auf der anderen Seite fährt. Man sieht ja auch den anderen Verkehr die ganze Zeit. Irgendwie halb so schlimm, wie man denkt anfangs. Okay, ich würde sagen, das ist mal ordentlich blaues Meer, oder? Wahnsinn! Jeder Allmann, wenn er mehr einer jeden Farbe sieht, so. Sieht ja aus wie in der Karibik, ey. Leute, guckt mal! Wer mich kennt und meine Urlaube, der wird sich denken, seit wann ist die Kim denn auf solchen Touri-Stränden unterwegs? Aber das war einfach der naheste, direkt beim Hotel und wir dachten uns so, wir wollen jetzt einfach nur ins Wasser und eine gute Zeit haben. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Und ich kann gerade nicht glauben, wenn ich die Leute um mich herum so anschauen, die mich alle anstarren, dass ich diese Influencerin bin, die mit dem Handy ins Wasser geht. Aber andererseits, ich muss mich ja anpassen an den Touri-Strand-Vibe, oder nicht? Und da kommt gleich eine große Welle. Und deshalb gehe ich lieber wieder raus mit dem iPhone. Weil ich bin zu geizig, mir ein neues zu kaufen, weil ich hier zu dumm bin und es in den Wellen verliere. Guck mal, kleine Fischis. Cute. Da vermisse ich meine zu Hause gleich weniger. Auf die passt übrigens auf. Programm auf Zypern, be like. Wow, diese Palmen, das macht mich so glücklich. Bruder, weg da. Sonst bist du matsch. Wenn wir anstoßen, müssen wir rechts. Ich navigiere hier nämlich. Kannst du da auch ein Foto machen? Ciao. Ciao, da. We're back in the hotel und Nina hat durch mein kleines Lockenerlebnis gerade vorhin beschlossen, dass ich jetzt ihre Lockenroutine mache und guckt euch diese Haare mal an. Also, sie hat Ahnung davon auf jeden Fall. Let's do it! Super Perspektive, sieht richtig gut aus, aber egal. Schüttelt man das vorher? Kannst du machen. So? Passt. Ich habe nicht so viele Haare wie du, Nina. Lieber zuerst einmal und dann schauen, als okay, zu okay, viel, weil dann klebt das auf einer Stelle. Sonst habe ich gleich so einen Turm, wenn das genau. Ganze trocken. Und dann kneten wir das rein, oder was? Ja. Wie lange knetest du da immer? Weil laut Curly Girl soll man irgendwie kneten, 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 kneten. Bis der Schaum weg ist. Oh, Leute, guckt euch das an. Ich sehe aus wie ein Rockstar aus den 80s mit Dauerwelle jetzt. Eine Handvoll nehmen, hinein, föhnen. Also nicht den Föhn hin und her, so wie wenn man es nur trocken machen will, sonst zerstaubt es die Locken. Und 10 Minuten später ist das Ergebnis. Ich kann das nicht glauben. Das ist einmal nach deiner Anleitung gemacht und es ist besser als bei der Curly Girl Geschichte, die ich 5 Wochen lang machen muss.
musste. Und da war das nicht so krass, habe ich irgendwie das Gefühl. Und ich muss betonen, in letzter Zeit habe ich es viel geglättet, wieder mit Silikonen gewaschen, auch wenn wir das nicht laut sagen. Und trotzdem ist das nach einer Haarwäsche so. Also ich verlinke euch die Produkte von Nina unten. Aber das dauert ohne Witz gerade so 10 Minuten länger, als wenn ich sie glatt trage. Das Spannende wird halt auch, wie lange halten sie. Dafür soll jetzt nochmal ein letztes Pumpstößchen davon dienen. Die werden immer besser. Krass, Leute. Was ist dann erst los, wenn ich das wirklich jetzt mal mit ihrer Methode 5 Wochen lang mache? Wer ist dafür? Schreibt es unten in die Kommentare und lasst auch gerne einen Daumen rum da für dieses Video. Yes, baby! Ach, nicht anfassen, sagt sie. Die Master of Locken. Und jetzt geht's zum Essen. Das Essen ist hier, Freunde. Wir haben hier einmal Calamari und Pommes und einen Salat und hier Fisch und eigentlich die gleichen Beilagen mehr oder weniger. Und es ist eine richtig süße Taverne hier. Das Essen war ein absoluter Traum. Ich habe heute übrigens gar nicht mein Outfit präsentiert. Sein Outfit von Streif, das sie zusammengestellt hat. Ich liebe dieses Oberteil so sehr. Und jetzt geht es eh auch schon in Richtung Bett. Wir sind alt, nichts hier mehr mit ausgehen, aber es ist auch Sonntagabend. Also, gute Nacht. Morgen, ein neuer Tag auf Zypern. Was war das gerade cringiest eigentlich? Ich habe mich gerade schon in meine Sportklamotten geschmissen. Die Locken halten. Sie sehen halt beachy aus. That's today's look. Und damit geht es jetzt zum Frühstück und dann das Gym hier im Hotel auschecken. Denn wie wir wissen, mittlerweile trainiere ich im Urlaub ganz gerne. Mal gucken, was es jetzt zum Essen gibt. Runde 1 ist hier. Und Gang Nummer 2, ein bisschen Obst, damit wir das Gefühl haben, auch gesund zu essen. Und das ist übrigens hier die Aussicht. Oh, da fährt schon jemand mit einem Schirmchen durch die Gegend um 9 Uhr morgens. Wahnsinn. Okay, ganz crazy, Leute. Das ist einfach so ein Indoor-Pool. Und da sehe ich schon unseren Place to be. Okay. Ich würde sagen, hier Laufband 1, Laufband 2 mit schöner Aussicht. Stepper haben sie. Rad. Okay. Okay. Yes. Yes. Also ich denke, damit kann man arbeiten. Das Training ist getan. Das hier werde ich jetzt wieder brav aufräumen. Dann geht's für mich zum Strand. Machen wir da jetzt einen kleinen Zwischenstopp. Ich liebe ja nichts mehr als so lokale kleine Supermärkte. Und ich sehe schon Gewürzmischungen. Wow, geil. Da gibt es einfach so Honigwaben. Und da wieder Tzatziki-Gewürzmischungen. Ach, soll ich die auch ausprobieren? Die kostet halt mehr als dieser Riesenpack. Okay, ganz ehrlich, da ist genau das Gleiche drin. Crazy. Solche Chupa Chup Drinks sehe ich auch zum ersten Mal. Das ist einfach wie so ein riesen Müsli, richtig geil. Was auch immer ganz geil ist, sind solche Vitaminwasser. Weil, wenn man nicht gerade ein teureres Mineralwasser oder sowas kauft, wo auch Mineralien drin sind und alles Mögliche, sondern nur so destilliertes Wasser trinkt, dann ist es ganz gut, sich sowas ab und zu gönnen. Ich meine, wir essen auch viel Salate und viel Obst, aber trotzdem hat sich das bewährt. Lol, die haben in diesem winzigen Supermarkt am Arsch der Welt mehr Proteinriegelauswahl als bei uns in den großen Supermärkten. Und die taugen sogar. Was. Dann machen wir mal einen Taste-Test. Geil. Man schmeckt das Cranberry richtig raus. Ich würde sagen 8 von 10 Punkten. Look at this beauty. Okay, wow. Sowas von geil. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Das schmeckt wie Snickers. Und 20 Gramm Protein, Leute. Der Gym Bro in mir ist absolut begeistert. Es war nicht der letzte Riegel, den ich hier gegessen habe. Ich glaube, ich muss mir den mitnehmen. Wir sind hier beim Lady Smile Beach. Wir haben hier so einen kleinen Schirm und da unser Bettchen. Und das ist eben die wunderschöne Aussicht. Das erinnert mich hier so ein bisschen wieder vom Feeling an eine Bar auf Bali. Also an so jede x-beliebige Bar auf Bali. Das ist einfach so dieser typische Style. Und es sind einfach super wenig Leute da, obwohl es extrem schön ist und einfach diese Strandästhetik hat. Wir lassen uns einfach immer so treiben und landen dann automatisch an den coolsten Orten. Ihr könnt auch gerne mal kommentieren, ob ihr euch eher im Urlaub treiben lasst oder jemand seid, der immer von A bis Z alles gern durchgeplant hat. Jetzt ist Mittagszeit, uns ein Bierchen geholt und checken uns jetzt noch Gyros, denn das ist das Geilste, was man essen kann, finde ich. Nichts geht über Local Food. Sieht das geil aus. Die Zwiebeln, das Fleisch. Hammer. Das Brot sieht auch noch geiler aus als gestern. Ihr müsst nämlich wissen, wir haben das gestern auch schon gegessen. Wir haben auch noch Pommes. Ja, dann... Scheiße. Ich habe mich gerade gefreut. Cheers.
So, Freunde, ich denke, ich schulde euch noch einen kleinen Haul, ne? Ich habe verschiedenste Gewürze. Hier was zum Grillen, dann haben wir Oliven, wir haben Seifen und diese Eselsmilch-Cremes. Was Souvenirs betrifft, finde ich nämlich Sachen, die man aufbrauchen kann, immer ein bisschen cooler als Sachen, die dann einfach in der Ecke stehen und verstauben und nach denen eigentlich keiner gefragt hat. Dann haben wir hier dieses wunderschöne Olivenöl und erklärt mich für verrückt. Das ist mir völlig egal, aber ich habe hier alle verschiedensten Arten von Tzatziki-Gewürzen. Ich meine, die sind halt auch super günstig gewesen. Deshalb, ja, habe ich mich nicht lumpen lassen. Genießt du dein Leben bisher? Ja, ich genieße mein Leben sehr. Ja. Es sind ein bisschen viele Leute hier, aber ich muss sagen, es verteilt sich ganz gut. Aber um uns herum irgendwie? Entweder wir stinken oder sie haben einen Abstand, damit es hier auf der Cam gut aussieht. Ja, natürlich. Ja. So muss es sein. Das Wasser ist, glaube ich, das wärmste, in dem ich je gebadet habe. Das wärmste Meer, gell? Ich auch sagen. Also wer nicht gerne in kaltes Wasser geht, ist auf Zypern sehr gut aufgehoben, muss ich sagen. Na gut, schwimmen wir dann noch eine Runde in den Sonnenuntergang hinein. Yes, let's go. Okay, see you. It's time to wash the windows. Schaut euch das mal an, wir sehen fast nichts mehr aus. Aufschmeiß. Oh, wow. Bekommst vielleicht Trinkgeld. Stets zu Ihren Diensten. Vielen Dank. Und so geht's jetzt zum Dinner. Tada! Look of the day. The night eigentlich eher. Mal gucken, ob wir noch unsere Reservierung hinkriegen. Man muss für jeden reservieren, weil es irgendwie noch nicht super viele Lokale gibt. Und alle auf dem Trip sind, dass sie sich die Tische checken und dann steht man entweder 2 Stunden oder man kommt gar nicht rein. Und das ist auch der Grund, warum wir die letzten Abende eigentlich immer Gyros gegessen haben. Aber das ist sowieso unser Favorite, gell? Ja. Ich habe das letzte Mal für Gyros mitgebracht und dann war ich 4 Stunden lang unterwegs und er meinte jetzt Jahre später zu mir vor Zypern, dass ich ihm dieses Mal nicht unbedingt Gyros mitbringen muss, weil das einfach so durchgeweicht war und er hat es damals irgendwie nur gegessen aus Höflichkeit, weil er das so lieb fand. Was habe ich mir damals dabei gedacht? So, Freunde, das ist die Location des Abends. Da hinten ist direkt der Hafen und hier ist die Vorspeise. Ich habe 5-mal gefragt, ob das wirklich die Vorspeisenportion ist. Das ist nämlich für eine Person, für mich nämlich. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe den ganzen Teller weggestellt. Und jetzt haben wir hier unsere wunderschöne Pasta mit Meeresfrüchten. Und die schiebe ich jetzt noch hinten nach. Because man lebt nur einmal. YOLO. Bye, Bitches.